Herzlich willkommen zu unserer 13. und letzten Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mal mit den höheren kognitiven Funktionen auseinandersetzen, hier im Speziellen der Struktur der Informationsverarbeitung und dem Konzept von kognitiver Kontrolle. Dazu gab es ein Buchkapitel, diesmal nicht aus unserem Lehrbuch von Rainer Chandri, sondern aus dem Buch von Kandel, Principles of Neural Science, und hier das 18. Kapitel, das sich mit der Struktur der Informationsverarbeitung in seriellen und parallelen Informationsverarbeitungspfaden befasst. Jetzt wollen wir uns im weiteren Verlauf mal anschauen, welche elektrophysiologischen Korrelate von kognitiver Kontrolle wir denn finden, also welche Rolle hier denn ganz bestimmte neuronale Korrelate spielen, die wir aus unserem Frontalhirn ableiten können. Und dann wollen wir uns genau anschauen, welche Rolle spielt denn möglicherweise der Frontallappen für kognitive Kontrolle. Was Sie heute mitnehmen sollten aus dem Referat, dem Buchkapitel und dem Vortrag jetzt, ist eine grobe Systematik der Informationsverarbeitung der beteiligten Hirnstrukturen und ganz besonders hier die Bedeutung des Frontallappens für eben kognitive Kontrolle. Wenn wir uns die Struktur unserer Informationsverarbeitung im Kontext exekutiver und kognitiver Funktionen anschauen, dann sehen wir das, was wir im Grunde jetzt über dieses Seminar hinweg schon kennengelernt haben, nämlich so eine serielle und parallele Struktur der Informationsverarbeitung in unserem Neokortex. Das heißt, wir nehmen Informationen auf, wir nehmen über unsere sensorischen Kanäle ganz viele parallel einlaufende Informationen auf und dann haben wir in unseren sensorischen Verarbeitungsarealen eine hierarchische, eine serielle Verarbeitung, die auch wieder hier sich auf eine ganz spezifische Art und Weise anhand von Priorisierungen in unterschiedlichen Hirnarealen verteilt. Da haben wir beispielsweise eben im visuellen Kortex den dorsalen und den ventralen Strom, genauso haben wir im auditorischen Kortex einen dorsalen und ventralen Strom, die eben hier mit Rauminformation oder mit Objektinformation zusammenhängen. Und diese Informationen werden dann in multisensorischen Integrationsarealen zusammengefügt, beispielsweise eben hier im superioren temporalen Gyrus die audiovisuelle Integration oder im posterioren Parietallappen die visuell somatosensorische und motorische Integration. Und dann haben wir auch noch unsere frontalen Assoziationsareale, die hier an denen hier ganz komplexe Informationen zusammenlaufen und die auch ganz relevant sind dann für die umgekehrte Informationsverarbeitung, also für den Einfluss, für den Top-Down-Einfluss von beispielsweise Aufmerksamkeit, Vorhersagen und Erwartungen auf die Verarbeitung in unseren sensorischen Arealen. Und eine Möglichkeit, wie wir diese Arbeit des Frontallappens untersuchen können, ist, indem wir sie Fehler machen lassen. Das heißt, wir gucken uns an, was passiert denn eigentlich, wenn Sie Fehler machen. Ein Fehler ist eigentlich immer dann eine Situation, da brauchen Sie genau diese kognitive Kontrolle. Da haben Sie also eine Aufgabe und Ihre Erwartung, die Sie an die Aufgabe stellen, die wird nicht erfüllt. Wir haben also hier ein Mismatch, ein Konflikt zwischen Erwartungen und Ergebnis und wir müssen mit diesem Mismatch von diesen beiden Prozessen irgendwie umgehen, müssen das irgendwie kontrollieren. Und hier wird eben die kognitive Kontrolle, die hier im Frontallappen generiert wird, ganz relevant. Ein experimenteller Test, mit dem wir diese Fehler bei ihm provozieren können, ist der sogenannte D2-Test. Den kennen Sie vielleicht schon, haben Sie vielleicht schon mal im Experiment mitgemacht. Wir haben hier lange Listen oder auf einem Computerbildschirm werden Ihnen Buchstaben präsentiert, D und P, zusammen mit 1, 2, 3 oder 4 Strichen. Und Sie müssen jetzt hier entweder einen Knopf drücken oder jedes D mit 2 Strichen hier markieren. Und damit können wir eben kontrollieren, können wir damit überwachen, wie aufmerksam, wie stark, wie kognitiv kontrolliert Sie denn sind. Das Ganze können wir eben auf dem Papier machen oder wir können es auch am Computer machen, um hier dann eben Ihre Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung zu testen. Das ist ein ganz klassischer Test, der häufig in der Praxis, in der neuropsychologischen Praxis angewendet wird. Haben Sie vielleicht in Diagnostik oder werden Sie in Diagnostik vielleicht auch noch kennenlernen.
Und jetzt können wir bei diesem D2-Test, wenn ich diesen D2-Test bei Ihnen durchführe, ein EEG messen. Und was wir dabei sehen ist, wenn Sie einen so ein D verpassen oder aus Versehen ein P anstreichen, dann finden wir ein ganz bestimmtes Fehlersignal. Die sogenannte NE, die Negativierung auf einen Error hin, oder auch ERN genannt, die Error-Related Negativity. Das ist eine ganz eindrückliche Signatur, die immer dann auftritt, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Das ist hier also ein Beispiel von EEG-Ableitungen an unterschiedlichen EEG-Elektroden. Hier unsere CZ-Elektrode, das ist die Elektrode genau in der Mitte des Kopfes. Und dann haben wir die PZ-Elektrode, die findet sich parietal dahinter, und OZ, Okzipital, die finden wir über unserem Okzipitallappen. Und hier in der Spalte mit diesen drei Abbildungen, da sehen Sie zwei Linien, einmal in dünn, das sind die ERPs, also die ereigniskorrelierten Potenziale, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben, also wenn Sie etwas korrekt gemacht haben, und in dick eingezeichnet, das ist das ereigniskorrelierte Potenzial, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Und Sie sehen hier, je nachdem, ob Sie etwas korrekt gemacht haben oder ob Sie einen Fehler gemacht haben, wird dieser Abgleich zwischen Ergebnis und Erwartungen hier unterschiedlich verarbeitet. Und wenn ich jetzt die Differenz zwischen diesen beiden Wellen nehme, dann finden wir vor allem hier an der CZ, also an dieser mittleren oder auch an frontalen Elektroden, diese sogenannte ERN, diese Error-Related Negativity, die sich hier durch so eine Negativierung, also negative Welle, bei etwa 170 Millisekunden, nachdem Sie eine Reaktion, einen Tastendruck ausgeführt haben, zeigt. Das heißt, das ist eine ganz, ganz frühe, ganz, ganz schnelle Reaktion. Also stellen Sie sich vor, Sie sehen diese Buchstaben aufblitzen, Sie reagieren mit einem Tastendruck und schon 170 Millisekunden, nachdem Sie einen Knopf gedrückt haben, gibt es hier dieses Feedback-Signal, dass Sie hier möglicherweise einen Fehler gemacht haben. Und dieses Feedback-Signal, wir sehen es hier in der Quellprojektion, das wird generiert hier im Frontallappen, im sogenannten anterioren Zingulum. Dieses anteriore Zingulum, das ist hier ein Bereich, ein tiefliegender neokortikaler Bereich, der hier oberhalb des Balkens liegt. Da haben wir einen langgestreckten Bereich unseres Neokortex, das Zingulum, Gyrus Cinguli, der hat einen posterioren Bereich und einen anterioren Bereich. Und hier in diesem anterioren Bereich des Gyrus Cinguli, da wird dieses Fehlersignal generiert. Das Interessante dabei ist jetzt eben, dass dieses Fehlersignal so schnell generiert wird. Das heißt, es kann also nicht sein, dass Sie hier erst irgendein visuelles Feedback abwarten. Denn wir wissen ja bereits, unsere visuelle Aktivierung, die dauert relativ lange. Also wir haben hier so eine ganz bestimmte Latenz, bis eine Aktivierung, ein Signal erst in unserem visuellen Kortex ankommt. Dann müssten wir das ja erstmal an unseren Frontallappen transportieren. Und das dauert eigentlich zu lange. Also 170 Millisekunden, das ist zu früh, als dass dieser ganze Prozess schon abgelaufen sein kann. Denn beispielsweise die früheste Aktivierung im visuellen Kortex finden wir erst nach etwa 100 Millisekunden. Was man stattdessen annimmt, ist, dass wir einen ständigen Vorhersageprozess haben. Wir sammeln also ständig Informationen, wir nehmen also ganz viele Informationen auf und bauen aufgrund von diesen Informationen Erwartungen und gleichen also ständig unsere aufgenommenen Informationen mit diesen Erwartungen ab, um dann eben zu schauen, passt das Ergebnis auf unsere Erwartungen. Das heißt, wir müssen dann im Fall von so einem Fehler gar nicht erst auf das Feedback warten, sondern wir wissen bereits im Grunde aufgrund des Konfliktes zwischen der aufgenommenen, der vorhergesagten Information, also der Information, die ich vorher schon gesammelt habe, und meiner Reaktion, weiß ich schon, huch, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dieses Informationssammeln, das ist eben auch wieder ein Prozess, der unter Steuerung der Aktivität des Frontallappens geschieht. Und wir haben hier rhythmische neuronale Aktivität im sogenannten Theta-Band-Bereich. Dieses Theta-Band, das ist ein Frequenzbereich zwischen 4 und 7 Hertz, also 4 bis 7 Schwingungen pro Sekunde. Und in jeder Phase von so einer Theta-Band-Aktivität wird hier Information gesammelt. Wir haben also einen dynamischen Informationssammelprozess. Und dann wird eben hier immer diese dynamische Informationssammlung mit unseren Erwartungen und Reaktionen abgeglichen. Wir müssen also nicht warten, bis wir eine
Handlung ausgeführt haben, Feedback bekommen und dann dieses Feedback erst mit unseren Erwartungen abgleichen, sondern wir haben einen ständigen Informationssammelprozess, der ständig abläuft, um hier eben möglichst schnell und möglichst effizient auf Fehler oder Verletzungen unserer Erwartungen reagieren zu können und dann eben auch ganz wichtig, unsere Handlungen entsprechend zu verändern. Diese kognitive Kontrolle, also diese Prozesse dieser Untersteuerung unseres Frontallappens sind also ganz, ganz relevant für die Anpassung unseres Verhaltens an Rückmeldungen, an Erwartungen und an Feedback und an Fehler. Also sprich dann, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie Ihr Verhalten an diesen Fehler anpassen, um diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Das Interessante dabei ist jetzt, dass dieser Frontallappen, also hier dieses Areal hier an der Spitze unseres Gehirns, dass der letzte Bereich unseres Gehirns, der sich ausbildet, der also hier als letztes auswächst. Und zwar die Myelinisierung, also die Isolation um Neuronen im Gehirn. Die verläuft nicht überall gleich, sondern die verläuft in Wellen. Und dieser Bereich in unserem Präfrontalkortex, das ist der letzte Bereich, der hier myelinisiert wird, also der letzte Bereich, der hier auswächst. Und dieser Alterungsprozess, dieser Erwachsenwerdenprozess in unserem Präfrontalkortex, der ist erst so mit Abschluss der Pubertät wirklich ausgebildet, auch abgeschlossen. Das heißt, erst so mit etwa 20, 25 Jahren haben Sie einen tatsächlich funktionierenden Präfrontalkortex, der es Ihnen erlaubt, hier eine adäquate Kontrolle über Ihre Handlungen auszuüben. Vorher, in Ihrer Pubertät, in Ihrer Jugend, da fehlt einfach dieser Präfrontalkortex, da ist die Funktion dieses Präfrontalkortex unterentwickelt, um hier eine ausreichende kognitive Kontrolle auf Ihre Handlungen auswirken zu können. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn Verletzungen unseres Präfrontalkortex und Verletzungen unseres Gehirns sich auf kognitive Kontrolle auswirken können. Und das wollen wir uns im Kontext von chronischen Hirnverletzungen anschauen, der sogenannten CTE, Chronic Traumatic Encephalitis. Diese Chronic Traumatic Encephalitis, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir kleine Mikroverletzungen in der grauen Substanz unseres Neokortex haben. Und diese Chronic Traumatic Encephalitis, diese chronischen Hirnverletzungen, die sind in den letzten Jahren ganz relevant geworden. Und dazu gibt es auch tatsächlich eine Netflix-Sendung. Also auch wieder, jetzt sind bald Semesterferien, vielleicht haben Sie ja Zeit, wieder ein bisschen Netflix zu schauen. Da gibt es hier eine Doku, In the Mind of Aaron Hernandez. Und dieser Aaron Hernandez, das war ein Footballspieler, der seine Frau und seine Kinder ermordet hat, wenn ich mich recht erinnere. Und bei diesem Aaron Hernandez, der hat einen Suizid begangen, hat man nach seinem Tod im Gehirn eben diese chronischen traumatischen Hirnverletzungen erkannt, hat also festgestellt, dass dieser Aaron Hernandez also eben hier eine aufgrund von chronischen Verletzungen, von häufigen Verletzungen, diese Veränderung in der grauen Substanz gezeigt hat. Und das hat eine große Diskussion in den USA ausgelöst über unterschiedliche Sportarten, nämlich Aaron Hernandez war ein Footballspieler, also ein Spieler einer Sportart, die sehr häufig mit chronischen Hirnverletzungen, mit Gehirnerschütterung einhergeht. Und dazu habe ich Ihnen jetzt einen wissenschaftlichen Artikel mitgebracht, der heißt Age of First Exposure to American Football and Long-Term Neuropsychiatric and Cognitive Outcomes. Das ist ein Übersichtsartikel, der sich damit beschäftigt, wie denn eigentlich das Spielen von Football, also die Teilnahme am Footballsport auf kognitive Kontrolle auswirkt. Die Frage, die wir uns hier zuerst mal anschauen, ist, was ist denn eigentlich diese Chronic Traumatic Encephalitis? Also ich hatte es gerade eben schon geschrieben, es kommt hier zu neuronalen Veränderungen im Neokortex. Und hier haben Sie eben die Frage, welche Bedeutung haben denn jetzt eigentlich in diesem Kontext wiederholte Schläge auf den Kopf, also wiederholte Gehirnerschütterung? Und eben jetzt die Frage, welche neuronalen Veränderungen finden sich denn jetzt im Detail bei dieser Chronic Traumatic Encephalitis?
Und dann wollen wir uns mal gemeinsam die Methoden und Resultate dieses Artikels anschauen und hier sich uns eben anschauen, was war denn eigentlich die konkrete Fragestellung? Was sollte hier in diesem Artikel untersucht werden und was waren diese unterschiedlichen Skalen? Also an diesem Artikel wurden eben unterschiedliche Skalen verwendet, eben dieser Brief A, CESS, AES und BTACT, also unterschiedliche Erhebungsinstrumente, um hier diese chronischen Hirnverletzungen zu untersuchen. Und dann wollen wir uns mal anschauen, welche Befunde sich denn hier gezeigt haben. Also welches Bild ergab sich denn auf diesen unterschiedlichen Skalen im Kontext von dem Alter, in dem hier Football zuerst gespielt wurde. Hier gesagt, dieses AFE, das sogenannte Age of First Exposure, also wie hängt der Beginn des Footballspiels zusammen mit den Veränderungen hier in diesen kognitiven Leistungstests. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung und ich hoffe, Sie haben hier einen integrativen Blick auf die Arbeit in unserem zentralen Nervensystem bekommen. Also wie wir Informationen aufnehmen, wie wir sie integrieren, wie wir sie in parallelen und seriellen Informationswegen verarbeiten und welche Rolle hier unser Frontalkortex spielt, hier vor allem im Kontext von kognitiver Kontrolle, also dem Einfluss von Lern- und Gedächtnisprozessen auf die absteigende Aktivierung in unserem zentralen Nervensystem und hier auch auf Handlungssteuerung und Handlungsinhibition und Kontrolle unseres Verhaltens und dem Lernen aus Feedback. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sind damit am Ende unseres Seminars angekommen.